Mit dem Adapter verbinde ich unsere alten Autohelm-Instrumente mit C-Talk NG. Der Fachmann sagt, geht nicht, aber es geht doch. Das Video richtet sich hauptsächlich für Besitzer alter Instrumente, die das Ganze mit neuer Technik verbinden wollen. Ich muss da mal ein bisschen weiter ausholen. Wir haben hier unsere alten Autohelm-Instrumente. Das ist der Tiefenmesser, das ist der Kompass für den Autopiloten und das ist die Logge für das Drehrad unten. Dazu haben wir hier einen Raypilot 650 Autopiloten und dazu hier das MFD E125 Multifunktionsdisplay. Ich habe mich schon immer gewundert, warum die Tiefe von unserem Tiefenmesser nie hier oben angezeigt wurde auf dem Multifunktionsdisplay. Das war nicht weiter tragisch, weil ich habe die Tiefe ja ganz groß hier auf dem Display gehabt. Und der Autopilot hat auch mit dem Instrument funktioniert. Das ganze Problem ging damit los, dass der Autopilot plötzlich nichts mehr angezeigt hat. Nur noch 3x0 und das Handteil hier hat C-Talk-Fehler angezeigt, C-Talk-Error. Und daraufhin sind wir nach Sneak gefahren. Dort gibt es ja jede Menge Fachhändler, die für Raymarine auch zuständig sind und Bordelektronik einbauen. Dort habe ich dann gefragt, was ich tun kann und daraufhin habe ich die Antwort gekriegt, kann man nichts machen. Dann habe ich gesagt, guck mal, ich habe hier die alten Instrumente, was kann man damit machen? Kann man nichts machen. Das war so die Antwort des Fachmanns und ich habe da ein bisschen im Internet recherchiert und muss sagen, diese Autohelm-Instrumente, die sind natürlich uralt. Man findet im Internet darüber nichts, weil die sind wahrscheinlich älter wie das Internet. Daraufhin bin ich dann zwei Straßen weitergefahren zum Raymarine Online Shop und habe mir diesen Adapter gekauft. Und mit dem habe ich dann alles verbunden. So, was haben wir gemacht? Ich habe den Adapter hier hingesetzt. Der Adapter ist zwingend notwendig, um C-Talk mit C-Talk NG zu verbinden. Das ist der Original C-Talk Anschluss, ist so leicht gebogen. Das ist der Autopilot. Das sind jetzt Kabel, die zu den Autohelm-Instrumenten gehen. Hier sind so schwarze Stecker, darüber habe ich nichts gefunden im Internet, aber das sind auch nur C-Talk Kabel im Prinzip. C-Talk besteht aus drei Kabeln, einmal Plus, Minus und Daten. Und was habe ich gemacht? Ich habe einfach das Kabel hier an einer Stelle aufgeschnitten, bisschen verlötet und in den C-Talk-Stecker von der Adapter reingesteckt. Und der kommt jetzt hier in die Mitte rein und wird einfach festgemacht. So. Und das zweite Kabel, das Spurkabel hier vom Multifunktionsdisplay, das ist C-Talk NG. Das Ganze stecke ich hier einfach in die Weiße rein. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt über den Adapter C-Talk mit C-Talk NG verbunden. Das geht ohne Adapter nicht. Jetzt kann ich über die Verbindung die Autohelm-Instrumente auf dem Multifunktionsdisplay abbilden. Das funktioniert einwandfrei. Hier haben wir einmal die Verbindung zu den ganzen Instrumenten. Und das zweite ist die Verbindung zum Autopiloten, zum Kurscomputer. Der wird auch über C-Talk angesprochen. Das Ganze funktioniert jetzt alles komplett zusammen. Wir haben die Kabel jetzt verbunden und was man jetzt schon sieht ist, hier wird die Tiefe angezeigt und hier auf dem Navigationsdisplay sehe ich jetzt auch die Tiefe. Und ich sehe hier den Autopiloten und wenn ich den jetzt hier anschalte, dann sieht man auch jetzt hier, der Autopilot wird angezeigt. Ich kann also auch jetzt Kurse mit dem Autopiloten hier über das Navigationsdisplay steuern. Jetzt gehen wir wieder auf Standby und dann steht er auch wieder auf Standby. Die Autohelm-Instrumente sind ja relativ alt und das Multifunktionsdisplay wurde von unserem Vorbesitzer mit dem Radar nachgerüstet. Dabei hat man vergessen, die Geräte miteinander zu koppeln. Das ist uns nie aufgefallen, das haben wir jetzt nachvollzogen und jetzt funktioniert alles in einem Guss.
Am Ende war der Autopilot gar nicht kaputt, sondern lediglich die 12-Volt-Verbindung zum Autopiloten, zum Kurscomputer, war unterbrochen, sodass das Ganze so aussah, als wäre es kaputt. Aber ich kann es natürlich verstehen, der Techniker ist jünger als die Instrumente hier. Und wenn man natürlich die Vergangenheit nicht kennt, dann möchte man den Kunden natürlich nur Neues verkaufen. Lasst euch da nicht von falschen Informationen verwirren, es funktioniert. Weil hier steht ja auch drauf, dass die Instrumente C-Talk sprechen können. Und wenn die C-Talk sprechen können, dann kann man auch mit C-Talk NG die anderen Instrumente verbinden. Und das funktioniert mit dem Adapter einwandfrei. Die Instrumente entsprechen den ST50, ST60 von Raymarine, haben nur einen anderen Anschluss. Aber wenn das Kabel einfach durchknipst und neu verbindet, ist alles gut. Das war's auch schon wieder. Der Auslöser war ein 12-Volt-Kontaktproblem am Kurscomputer. Hat mich jetzt 2 Tage Arbeit gekostet, ein bisschen Recherche. Und diesen Konverter hier, den habe ich jetzt eingebaut. Und alles funktioniert wieder, alles ist wieder geschlossen. Nur durch die Unwilligkeit des Mechanikers, der sagte, kann man nicht reparieren und sich gar nicht um alte Technik kümmern wollte, hat mich erst dazu gebracht, hier selbst Hand anzulegen. Das hat mir am Ende 6.000 Euro gespart für einen neuen Autopiloten und neue Instrumente, denn alles andere funktioniert jetzt wieder einwandfrei. Das Video ist jetzt keine Anleitung für den Umbau, es soll einfach nur zeigen, dass man skeptisch bleiben soll. Auch alte Instrumente kann man mit neuer Technik verbinden. Das ist alles gar kein Problem, wenn man sich nur ein bisschen auskennt und ein bisschen Energie reinsteckt.